Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 28. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und unserem Planet Erde bekommt einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Zosma. Übersetzt heißt umgürteln, umarmen. Dieser Stern Zosma wurde bei den Babylonier verehrt, galt als Koksa, der Gott der Prophezeiung, der Gott der Orakel. Wird auch gesagt, dass dieser Stern beeinflusst die Orakel und die Prophezeiungen. Mond bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Löwe und hat eine zunehmende Mondphase. Es nähert sich zu Vollmond. Interessant ist zum Erwähnen, dass Mond erreicht die aufsteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Löwe. Was ist diese aufsteigende Mondknoten? Die Tierkreiszeichen sind miteinander verbunden und bilden sich ein Gürtel. Und dieser Gürtel heißt Ekliptik. Und in diesem Bereich Ekliptik bewegen sich die Planeten, auch unserem Planet Erde. Mond hat eine andere Umlaufbahn, weil die Mond kreist um die Erde. Es ist nicht identisch zu Ekliptik. Es verläuft auch nicht parallel zu Ekliptik, sondern es gibt eine Abneigung. Und die Mondumlaufbahn kreuzt die Ekliptik in zwei Punkten. Einmal, wenn von Süden nach Norden überquert die Ekliptik und einmal, wenn von Norden nach Süden die Ekliptik überquert. Und dieser zwei Schnittpunkt heißt Mondknoten. Aufsteigende Mondknoten und absteigende Mondknoten. In indischen Astrologie wird das betont, weil das hat mit Karma etwas zu tun und die Inder glauben an Wiedergeburt, die glauben an Karma. Das gehört zu ihrem Religion, also sie arbeiten sehr intensiv mit diesem Mondknoten und die nennen das als Rahu und Ketu, das ist die Drachenkopf und die Drachenschwanz. Und diese aufsteigende Mondknoten ist die Drachenkopf. Und es hat mit neuen Lernaufgaben, karmischen Lernaufgaben, was zu tun. Etwas, was uns noch fehlt, wo wir uns entwickeln, was wir entdecken noch und Neuland, eine neue Erkenntnisse, was wir aneignen, was wir auch brauchen. Und genau in diesem Punkt, diese karmischen Knoten, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und da kommt heute die Mond genau in diesem Punkt in Bewegung. Mond bekommt noch Einflüsse von anderen Sternen. Algenubi ist ein Stern in Tierkreiszeichen Löwe und das bedeutet die Kopf der Löwen. Also das hat mit unserem Gedanken etwas zu tun und wir sollen über etwas Gedanken machen. Wo liegt unsere Lernaufgabe? Welche karmischen Lernaufgabe? Weil die karmischen Knoten spielt auch eine Rolle. Oder wo liegt die Berufung? Oder was sollten wir noch lernen, entdecken, aneignen? Und darüber sollten wir vielleicht Gedanken machen. Das vermittelt auch diesem Stern Algenubi, der Kopf der Löwen. Alphard bestrahlt auch die heutige Mondbewegung und diesem Stern Alphard befindet sich im Sternbild Hydra. Dieser Sternbild Hydra ist nichts anderes als der Wasserschlange und diesem Stern Alphard ist der Herz dieser Schlange. Dazu gibt auch eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zu die Rabe:
Fliege zu Brunnen und bring frische Wasser zum Zeus. Hier ist ein goldener Becher, aber beeile dich. Die Rabe fliegt davon und unterwegs findet er einen Feigenbaum und hat Lust gehabt, aus diesem Feigen zu essen. Aber die Feigen waren noch nicht reif und der Rabe wartete und wartete, bis die Feigen reif waren und er hat davon gegessen und erst dann ist weiter geflogen und kehrte zurück mit diesem frischen Quellwasser, was zum Zeus gebracht hat. Apollo, der Sonnengott, fragte dann der Rabe, wo warst du denn so lange? Ich habe dir gesagt, du sollst dich beeilen und du hast mir das versprochen. Und was sagt der Rabe? Oh, weißt du, Apollo, ich kann doch gar nichts dafür. Da unterwegs war diese Wasserschlange und sperrte den Weg. Ja, der ist doch schuldig, dass ich jetzt später kam. Apollo, der Sonnengott, erkannte sofort diese Lüge. Und was machte Apollo? Der hat diesem Rabe im Himmel gesetzt und steht im Himmel als Sternbild, der Rabe. Und vor der Rabe liegt dieser Kelch, dieser goldenen Becher, und vor der Rabe ist auch Hydra, diese Wasserschlange, damit die Rabe immer erinnert auf diese Lüge. Wenn diesem Stern, diese Sternbilder wirken, dann sollen wir immer Gedanken machen, wo ist die Wahrheit? Und was für Informationen erhalten wir gerade? Weil die Mondbewegung und das beeinflusst, diese Sterne beeinflussen die Mondbewegung. Die Mond saugt diese Energie auf wie ein Schwamm und leitet uns weiter. Also beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unseren heutigen Tag auch. Und hier eine Botschaft, wir sollen auf den Informationen achten, was ist die Wahrheit und was ist eine Lüge. Das kann in privaten Kreisen sein, das kann die Medien bedeuten. Also heute besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas hören, was nicht die Wahrheit entspricht. Und wie wirkt all das, diese Einflüsse auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont unten. Also ich beginne mit den Tierkreiszeichen Fischen geborenen. Es war in den Tagen eine gewisse Spannung zwischen Mars und Venus. Das ist die Frau und der Mann, das Weibliche und Männliche. Natürlich handelt sich hier um erster Linie um Liebe, Partnerschaft. Diese Spannung lässt jetzt nach und Venus, die Liebesplanet, bekommt anderen Energie und es ist sehr fließend und harmonisierend. Ein sehr schöner Einfluss von Jupiter. Und Jupiter gilt als großer Glücksplanet und gibt Chancen, Möglichkeiten. Also Glück in die Liebe bei den Fischengeborenen, aber auch bei den Skorpiongeborenen. Gespräche, Nachrichten, ein Termin, ein Vertrag hat auch eine große Bedeutung, gerade bei den Fischengeborenen. Also sie können mit einer Nachricht rechnen oder mit einem Termin oder einem Vertrag. Eine gewisse Unsicherheit, das verspüren momentan die Fischengeborenen und sie sollen diese Unsicherheit überwinden und sie brauchen auch gerade ein selbstbewusstes Auftreten, weil sie möchten gerade wahrgenommen werden. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade ein Aufstieg. Die machen sich noch nicht ganz sichtbar, aber sie spüren, dass das etwas in Bewegung kommt und immer mehr Anerkennung bekommen gerade die Wiedergeborenen. Sie haben dabei ein gutes Gefühl und Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse
ist auch zum Erwarten. Und die Wiedergeborenen spüren die Kraft in sich und mit dieser Kraft können sie einiges verbessern in ihrem Leben, in allen Lebensbereichen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiges Thema, gerade die Finanzen, die Werte, die Wertschätzungen. Eine gewisse Spannung ist spürbar durch die Mondenergie, das bedeutet Unsicherheit. Oder wenn es um Finanzen geht, und es ist wichtig, die Finanzen zu verbessern, bei den Stiergeborenen, heute ist nicht der richtige Augenblick, einen Vertrag zu unterschreiben. Lieber warten, bis der Mond übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau. Gerade das bei Vollmond, das wäre eine gute Überlegung, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Aber momentan eher abwarten. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Sicherheit, Stabilität, ein gutes Gefühl. Sie starten etwas und sie haben das Gefühl, das ist in einem sicheren Boden. Und es ist auch die Selbstbewusstsein, dieses Vertrauen, das, was sie gerade beginnen. Einen guten Einfluss von Mond haben die Zwillingsgeborenen. Und es ist ein schönes Gefühl, was die Liebe, Partnerschaft betrifft oder die Gespräche betrifft. Es ist nicht einfach, andere davon überzeugen und die richtigen Gefühle zeigen oder Gefühle annehmen. Aber das verbessert sich bald und kommt etwas in Bewegung, auch die Begeisterung, auch die Leidenschaft. Es nähert sich etwas bei den Zwillingsgeborenen. Das Glück in die Liebe nähert sich. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine sehr schöne Energie gerade. Glück in die Liebe, Partnerschaft. Dann eine gute Nachricht ist zum Erwarten, ist die Begeisterung auch da. Sie wissen zwar nicht, in welche Richtung sollen sie etwas starten, kann auch bedeuten, dass trotzdem alles zu viel momentan und die Krebsgeborenen fühlen sie sich müde und erschöpft, aber gute Einflüsse kommen, besonders was die Liebepartnerschaft betrifft. Und die Krebsgeborenen spüren auch die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und da verschönern sie zu Hause etwas, verbessern etwas im Arbeitsplatz. Und wenn Kinderwunsch da ist, da haben die Krebsgeborenen jetzt eine gute Zeit für die Empfängnis oder mit Kindern etwas unternehmen. Natürlich ist das auch möglich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmischen Thema und jetzt gerade, wo die Mond in diesem Punkt bewegt, aktiviert das auch. Und es kann in allen Lebensbereichen sein, wie karmischen Liebe, karmische Begegnungen. Aber was wichtig ist, weil das wird aktiviert momentan, die Löwengeborenen, die wahre Berufung leben, überlegen, was können sie verbessern in beruflichen Situationen, wo liegt die wahre Berufung. Da vielleicht in dieser Richtung etwas Neues beginnen oder überlegen, welche Richtung ist es, damit man Klarheit bekommt über die Berufung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Und es wird auch gespiegelt, Begegnungen. Aber es ist wichtig, nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, die Gespräche suchen, die Kontakte knüpfen, Gefühle zeigen, weil nur so kommt es im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wagen geboren ist die Begeisterung da, auch die Kraft und Mut, etwas zu verbessern. Viele Wagengeborenen bringen gerade die Finanzen in Ordnung. Und es ist nicht unbedingt die Kontostand gemeint, sondern die Finanzamt oder die Steuererklärung oder die Buchhaltung, all diese Dinge oder Erbschaft. Diese Themen, was auch mit Finanzen was zu tun hat oder Investitionen. Da sind die Möglichkeiten und Chancen da, das Geld etwas entweder in Ordnung zu bringen oder gute Geschäfte zu machen. Das kann auch ein Vorteil sein, gerade bei den Wagengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist ein
Jupiterbewegung, genau, Jupiter bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion und steht in einer guten Verbindung zu Venus. Und das ist Glück in die Liebe, Partnerschaft. Nicht nur im Partnerschaft haben die Skorpion geborenen Glück, sondern die können auch mit einer guten Nachricht rechnen, schönen Gesprächen oder einer Bestätigung oder Erfolg im Beruflichen. Aber von Ausland kommt auch eine gute Nachricht oder eine Reise oder ein Besuch von Ausland ist auch möglich. Bei Tierkreiszeichen Schützen geboren ist die Kraft und die Mut da, beruflich sich durchsetzen oder beruflich etwas verändern. Und heute ist eine gute Energie zu diesen Veränderungen. Die Mut und die Kraft ist da, auch die Möglichkeiten und die Chancen da. Aber ein Vertrag unterschreiben, das wäre noch nicht der richtige Moment. In die Liebe Partnerschaft sind auch noch Einschränkungen da bei den Schützengeborenen. Beruflich ist die Kraft da und die Chancenmöglichkeiten. Was die Ausland betrifft, eine Reise oder eine Reise planen, Kontakte im Ausland oder ein Besuch von Ausland ist auch möglich bei den Schützengeborenen und es ist auch eine gute Energie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bringen etwas in Ordnung. Sie haben auch viel Lernaufgabe, besonders etwas beenden oder loslassen oder von etwas befreien. Und auch auf die Wünsche, Sehnsüchte achten, das Umsetzen in Realität. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, aber das beruhigt sich in den kommenden Tagen. Also diese Unsicherheit überwinden und in den nächsten Tagen kommt etwas in Form. Eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Verträge haben auch einen Vorteil für die Steinbockgeborenen und in die Liebepartnerschaft haben sie auch Glück. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist wichtig, das innere Gleichgewicht. Und weil die Mond in die Mondknoten aktiviert, es ist nicht nur diese aufsteigende Mondknoten, wo direkt die Mondbewegung ist in Tierkreiszeichen Löwe, sondern gleichzeitig aktiviert die absteigende Mondknoten in Tierkreiszeichen Wassermann. Und damit haben die Wassermann-Geborenen gerade Themen. Das ist alte Karma, alte karmische Erinnerungen oder karmischen Begegnungen. Oder viele Geheimnisse, etwas spüren sie, Erinnerungen oder ahnen sie etwas oder kommen diese Begegnungen und das ist bei vielen Wassermann-Geborenen gerade aktiv, die Mondbewegung aktiviert das auch gerade und es ist spürbar. Die Gespräche nehmen zu, in die Liebe-Partnerschaft kommt etwas im Fluss und etwas bringen die Wassermann-Geborenen gerade ins Licht. Das machen sie etwas sichtbar. Ihre Ideen setzen um in Realität und das erscheint auch, das bekommen sie auch Anerkennung, die Wassermann-Geborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, dass ich seit ein paar Tagen einen neuen Kanal habe und dieser Kanal heißt Kabbalah Engel Orakel. Und alle paar Tage ändert sich die Einfluss von Engel und das kann man genau berechnen und das mache ich auch. Und immer wenn eine Veränderung ist, wenn die Energiefeld sich ändern und die Bezug zum Engel, werde ich ein Video veröffentlichen. Und alle paar Tage kommen diese Videos und ich beschreibe ganz genau, welche Engel wirken in welchem Lebensbereich und in welchem Einfluss wir stehen. Also herzlich willkommen in meinen neuen Kanal Kabbalah Engel Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.